Das Wort hat der Abgeordnete Müller. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Kollege Herr Tabbert, ich glaube, wir sitzen heute hier oder stehen heute hier und gucken über die Gegenwart. Ich glaube, es bringt den Bürgerinnen und Bürgern draußen nichts, hin und her zu keilen, wer mal was früher was oder nicht gemacht hat. Ich glaube, jetzt haben wir ein Problem in dieser Stadt und wir müssen es alle gemeinsam lösen. Mein Eindruck ist, die Opposition ist eher konstruktiv dabei. Denn ich habe in der Wandsbeker Bezirksversammlung keine Fraktion gehört, die das nicht grundsätzlich unterstützen würde. So, grundsätzlich. Meine Fraktion hat von Anfang an gesagt, das Konzept geht in die richtige Richtung und wird von uns an sich mitgetragen. So, jetzt haben wir eine kuriose Situation, deswegen haben wir das Thema heute ja vor Tagesordnung, deswegen hatten wir es auch eben im Ausschuss. Die kuriose Situation ist die, die Anwohnerinnen und Anwohner haben Angst vor diesen ehemals Sicherungsverwahrten. Und die Sicherungsverwahrten haben nun Angst, deswegen nach Jenfeld zu gehen, weil sie eben da glauben, nicht mehr unbehelligt ihr Leben leben zu können. Die Senatoren hatten im Vorwege Angst vor dem Echo in der Öffentlichkeit und haben deswegen eine massive Polizeibewachung angeordnet, was den Eindruck erweckt, das sind hochgefährliche Menschen, die jederzeit wie eine Bombe oder wie auch immer dort auf einmal rückfällig werden könnten. Am Ende, und das Fazit ist, die Sicherungsverwahrten, die ehemals, wollen nicht nach Jenfeld, weil sie Angst haben. Die Anwohnerinnen haben auch weiter Angst, weil die Informationspolitik bisher nicht ausreichend war. Das muss man erst mal so feststellen. Und vielleicht muss man jetzt nicht eine Basta-Politik das Wort reden, wie der erste Bürgermeister das am Wochenende getan hat, sondern jetzt muss man gucken, wie man das an sich auf dem Papier gute Konzept in der Wirklichkeit zum Erfolg verhelfen kann. Und da habe ich bisher noch nicht so viel heute auch im Ausschuss nicht gehört. Und da bitte ich, wenn wir denn alle wollen, dass wir diese Menschen in die Freiheit begleiten und dass sie wieder ein normaleres Leben jetzt dann führen können in Zukunft, dass wir da nicht stur bleiben, sondern dass wir flexibel reagieren. Das hat nichts mit Schwäche zu tun, wie vermeintlich momentan von der SPD sozusagen mit dem Rücken an der Wand agiert wird, sondern es hat damit zu tun, auf die Befürchtungen vor Ort einzugehen und ein Mindestmaß an Akzeptanz vor Ort wirklich erreichen zu wollen. Ein Mindestmaß an Akzeptanz. Denn erst dann werden die ehemals Sicherungsverwahrten auch sagen, dann kommen wir auch. Dann nehmen wir dieses inhaltlich gute Konzept auch an. So, und was heißt das nun? Wie kann man da hinkommen? Sie haben ja eine Agentur beauftragt, die Ihnen da was geschrieben hat. Und jetzt muss man aber weitersehen, denn offenbar war es ja so, dass dieser Abend von den drei Senatorinnen und Senatoren nicht ausreichend empfunden wurde, was die Informationen betrifft über die Menschen. Also, wie war denn eigentlich die Abwägung über die Orte, die Alternativorte? Haben wir heute auch nur wenig im Ausschuss gehört, was denn eigentlich dazu geführt hat, dass es nun gerade Jenfeld geworden ist? Das muss man den Leuten richtig auseinandersetzen. Dann ist die andere Frage, wie gefährlich sind diese Menschen denn wirklich, wenn es bei dem einen zwei Gutachten gibt, die sagen, der ist an sich nicht mehr gefährlich und der andere auch gar nicht zurzeit bewacht wird. Jetzt aber, wo sie nach Jenfeld bekommt, massive Polizeipräsenz angeordnet wird. Das verwirrt die Menschen, das verstehen viele nicht. Das ist die Aufgabe jetzt des Senats, in die Kommunikation einzutreten und zwar nicht nur mit den Trägern und den Institutionen vor, sondern mit den Anwohnerinnen und Anwohnern. Das vermisse ich, das habe ich heute nicht gehört. Und wenn Sie das nicht tun, meine Damen und Herren, dann prophezeie ich Ihnen, dann wird das nichts mit diesem Konzept in Jenfeld. Dann wird es auch nirgendwo mehr was. Sie müssen den Eindruck erwecken bei den Menschen, dass Sie sie ernst nehmen bei ihren Befürchtungen und hingehen. Ich hoffe, Sie werden die Kehrtwende noch finden und ich hoffe, dass Sie ihr Konzept so flexibel anpassen können, dass wir da noch sozusagen die Kehrtwende bekommen. Wir haben hier ein kommunikatives Problem, das ist zu lösen, aber nicht mehr lange. Die Zeit geht weg.